Der Auftrag an mich war für diesen Vortrag, erstmal relativ allgemein über Rassismus zu sprechen und vielleicht gemeinsam zu einer Definition zu finden. Die Ministerin hat ja eben auch schon gesagt, und das ist eigentlich die Hauptausgangslage, die für uns auch in der Wissenschaft die Frage so breit macht, dass Rassismus sehr viele unterschiedliche Dimensionen und Ebenen haben kann. Und das, was die Gesellschaft derzeit sehr stark beschäftigt, ist auch die Frage, ab wann ist eigentlich etwas Rassismus? Ab wann ist etwas einfach nur eine Kategorisierung, an die wir uns gewöhnt haben? Und ab wann kann eine Kategorisierung verletzend sein oder jemanden einschreiben, vielleicht in ein defizitäres Bild, aus dem diese Person nicht, in dem die Person sich nicht wiedererkennt oder das möglicherweise für die Person Chancen verwirkt, um an bestimmte Positionen in der Gesellschaft zu gelangen. Dazu würde ich gleich gerne was sagen und mache aber nur ein kurzes Intro. Ich hatte, wie gesagt, bis jetzt nur telefoniert mit Frau Alabali-Radovan und hatte bis jetzt sie noch nicht gesehen. Und als ich eben hier in den Chat reinkam, stand der Name unter dem Namen der Ministerin Drese. Und mein erster Blick darauf war, das hätte auch Frau Drese sein können. Und man sieht, man kann bei sich selber abfragen, wie schnell sich solche Punkte miteinander verknüpfen. Sofort habe ich gedacht, ah, das ist sie also. Und diese Bluse, die sie trägt, hat sie die in Ägypten gekauft. Und die Kette, die sie anhat, ist das vielleicht ein Schmuckstück aus der Familie? Bis ich verstanden habe, der Name steht hier bei mir nur falsch. Das ist sie ja überhaupt nicht. Jetzt können Sie sich denken, ich hätte mir das doch sofort denken können, vielleicht vom Aussehen. Aber selbstverständlich diejenigen unter uns, die aus diesen Ländern kommen, ich bezeichne jetzt mal hiermit die weiteren Länder, die MENA-Region, die von Nordafrika bis Mittlerer und Naher Osten im weitesten Sinne. Wir wissen, wie divers unsere Familien aussehen. Die können nämlich ganz genauso aussehen wie die Ministerin. Und in der Tat hätte ich jetzt einige, die Ihnen sehr ähnlich sehen, innerhalb meines engeren Verwandtenkreises, Frau Ministerin. Also ich will nur sagen, wir werden von Bildern gelenkt. Die prägen unsere ersten Einschätzungen. Und das ist auch vollkommen normal. Ab dem Moment, ab dem diese ersten Einschätzungen aber dazu führen, dass wir Personen aufgrund dieser Einschätzungen schlechter behandeln, sprechen wir üblicherweise von Rassismus. Ich komme aber weiter in meinem Vortrag und würde Ihnen gerne Sie so ein bisschen mitnehmen durch so einen Anfangspunkt, dass ich anfange damit, was hat das denn mit uns heute zu tun? Ich werde Ihnen also keinen historischen Vortrag halten. Ich bin Sozialwissenschaftlerin. Ich analysiere das hier und heute und im besten Falle gelingen mir Zukunftsprognosen. Aber unsere Job Description, wenn man so möchte, in der Wissenschaft ist, dass wir damit genug zu tun haben, zu verstehen, warum die Gesellschaft heute so ist, wie sie ist. Ich würde also Sie ein bisschen in diesem Kontext der heutigen Zusammenstellung Deutschlands einführen wollen, würde dann in einem zweiten Teil die Frage von Pluralität mit der Frage von Parität, also die Frage von Vielfalt mit der Frage von Gleichheit verbinden wollen und dann am Ende dazu übergehen, nochmal die Frage zu stellen, wo entsteht in der Verknüpfung dieser beiden Fragen eine Brücke zur Frage von Rassismus? Also fangen wir mal an und machen uns bewusst, dass Deutschland in den letzten Jahren tatsächlich zu einem zentralen migrationspolitischen Akteur geworden ist. Ich bringe das deswegen mit, weil die Rassismusfrage in Deutschland seit Jahrzehnten besonders stark an die migrationspolitische Frage geknüpft wird. Hier gibt es tatsächlich einen Unterschied zu den USA, wo die Geschichte der Sklaverei über 400 Jahre alt ist und dementsprechend Migration nicht der Kernfaktor ist, an den rassistisches Geschehen geknüpft wird. Die Menschen, die es betrifft, nämlich die schwarzen Amerikanerinnen, sind eben tatsächlich keine migrierten Menschen, sondern schon seit 400 Jahren und teilweise länger dort im Land. Aber in Deutschland ist eben die Migrationsfrage sehr zentral. Deswegen habe ich Ihnen diese Folie mitgebracht, um Ihnen vor Augen zu führen, dass Deutschland sich über die letzten Jahre an die Spitze
migrationspolitischer Akteure platziert hat. Direkt hinter den USA kommen Deutschland und Saudi-Arabien in absoluten Zahlen mit den meisten Migrantinnen der ersten Generation. 13 Millionen, damit meinen wir tatsächlich nur die, die selber zugewandert sind und nicht die, die bereits hier im Land geboren sind. Wir wissen auch, dass Deutschland eine neue Rolle in der, im Kontext der Fluchtmigration hat. Auch hier muss uns allen bewusst sein, mehr als 2/3 aller Geflüchteten weltweit kommen aus nur 5 Ländern. Das war eine Erhebung im Jahr 2019. Die Länder sind hier aufgezählt, die muss ich Ihnen nicht nochmal nennen. Wichtig finde ich, dass Sie sehen, dass Deutschland auch hier in den Top 5 der weltweiten Aufnahmeländer auftaucht. Insofern können wir uns die Frage stellen, hat Migration zugenommen? Ja, hat es. Ist Deutschland hier relevant? Ja, ist es. Deswegen nimmt auch die Frage von Rassismus und die Auseinandersetzung in diesem Land zu. Wie die Ministerin eben gesagt hat, ist das kein Thema, um das wir jetzt noch einen Umweg machen können. Wir wissen aber auch, unabhängig davon, welche Rolle Deutschland migrationspolitisch in der Welt spielt, dass die deutsche Gesellschaft sich sehr stark pluralisiert und hybridisiert hat. 26% aller BürgerInnen in Deutschland hatten im Jahr 2019 einen Migrationshintergrund. Die Zahlen für 2020 liegen uns noch nicht vor. Sie wissen, wir sind immer mit dem Mikrozensus in Verspätung und jetzt wegen Corona noch mal stärker. Was aber trotzdem die Zahlen uns schon sagen, ist, dass ca. 40% aller schulpflichtigen Kinder in Deutschland einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Und was wir natürlich auch alle wissen, ist, dass es bestimmte Ballungsräume gibt, die besonders migrationsdivers sind. Als erstes ist immer zu zählen Frankfurt am Main mit über 75% Kindern mit Migrationshintergrund, deutlich mehr als Berlin, obwohl die meisten Menschen wahrscheinlich immer Berlin nennen würden. Ich habe Ihnen mal die beiden Pfeile dahingesetzt, damit Sie sehen können, wie weit Frankfurt und Berlin voneinander in Fragen von Migrationsdiversität entfernt liegen. Also als nächstes würde nach Frankfurt Nürnberg kommen, eine Stadt, die eigentlich kaum jemand auf dem Schirm hat, wenn es um Fragen von Diversität geht. Man sieht also, das eigene Bauchgefühl und die empirische Sachlage unterscheiden sich ganz oft voneinander. Wichtig für uns alle zu merken, fast 80% der Minderjährigen mit Migrationshintergrund sind bereits selber in Deutschland geboren. Wenn man es also definitorisch ernst nimmt, kann man sie nicht als Migranten und Migrantinnen bezeichnen, denn Migrant ist man eigentlich in der Definition nur dann, wenn man selber zugewandert ist. 85% haben eine deutsche Staatsangehörigkeit. Auch das ist für uns in der Tagesreflexion relevant. Wenn Sie selber sich mal dabei beobachten, wenn Sie Jugendliche ansehen, die für Sie aussehen wie Ausländer und Ausländerinnen, dann müssen Sie sich selber insofern hinterfragen, weil eben 85%, also eigentlich fast jede Person, die Sie sehen, in Wahrheit deutsch ist als Jugendliche. Auch interessant mitzunehmen, 40% haben bereits einen Elternteil ohne Migrationshintergrund. Das heißt, auch die Diversität und die binationalen Ehen nehmen insofern zu. Die Gesellschaft ist also hochgradig pluralisiert, so sehr, dass sich für viele Menschen die Frage stellt, ob Deutschland noch Deutschland bleiben wird. Also die Frage von Pluralität und Diversität wird stark verknüpft mit der Frage der nationalen Identität. Das war jetzt eine Frage, die besonders im offenen Raum gestellt wurde nach der großen Fluchtmigration 2015-16. Und ich habe mal die Antwort der Kanzlerin dazu mitgebracht. Deutschland wird Deutschland bleiben mit allem, was uns lieb und teuer ist. Das ist ganz interessant, finde ich, dass diese Frage nicht gestellt wurde. Das mag jetzt polemisch klingen, aber es ist tatsächlich wissenschaftlich sehr spannend, dass die Frage zum Beispiel nicht gestellt wurde bei dem großen Dieselskandal von Volkswagen und der Frage, ob die deutsche Automobilindustrie tatsächlich noch eine solche Relevanz weltweit haben wird. Denn wenn wir wirklich reinzoomen, müssten wir sagen, die Automobilproduktion ist schon ein wesentlicher Teil dessen, was Deutschland ausmacht, vor allen Dingen im Außenbild, aber natürlich auch in Produktionsverhältnissen. Aber wir sehen, die Frage wird eher
offensichtlich verknüpft mit einer Pluralisierung von Gesellschaft. Was wir gemessen haben vor einiger Zeit, im Jahr 2019, an unserem Institut Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, war so etwas wie eine generalisierte Pluralitätsangst. Wir wollten das jetzt mal vollkommen ohne Migration messen. Gibt es Menschen, denen Pluralität grundsätzlich nicht geheuer ist? Sie sehen an den Fragen, die dort sind, dass wir sehr, sehr unterschiedliche Fragen modelliert haben. Zum Beispiel, es nervt mich, dass die Supermärkte jeden Ernährungstrend mitmachen. Es sollte nicht mehr als zwei Geschlechter geben. Die Ehe für alle bedroht mein Verständnis von Familie. Oder auch, ich finde es spannend, wenn sich die deutsche Sprache ständig ändert und ich neue Wörter kennenlerne. Wir alle wissen, wie die Frage um Sprache und Begrifflichkeiten gerade im Moment die deutsche Gesellschaft polarisiert. Stichwort Genderfrage, N-Wort, Z-Wort, darüber können wir gerne nachher diskutieren. Aber Sie können überall sehen, es gibt schon einen bestimmten Anteil in der Bevölkerung, für die ist die Frage von Pluralität etwas, was sie eher als angstvoll, bedrohlich oder zumindest nicht komfortabel empfinden. Unabhängig davon, ob das jetzt mit Migration verknüpft wird oder nicht. Dazu komme ich später nochmal zurück. Ich möchte hier diesen Bereich Pluralität aber insofern nochmal hervorheben, dass ich Ihnen mitgeben möchte, dass Pluralität nicht nur eine empirische Frage ist. Also nicht nur eine Frage von Zählung, Veränderung von Gesellschaft, sondern hier habe ich Ihnen ein Zitat von Hannah Arendt mitgebracht, die sagt, ich zitiere, nur wo Dinge, ohne ihre Identität zu verlieren, von vielen in einer Vielfalt von Perspektiven erblickt werden, sodass die um sie Versammelten wissen, dass ein selbes sich ihnen in äußerster Verschiedenheit darbietet, kann die menschliche Pluralität eigentlich in Erscheinung treten. Also, wenn etwas von vielen in einer Vielfalt von Perspektiven erblickt wird, sprechen wir von menschlicher Pluralität. Und Hannah Arendt sagt weiter, ich zitiere, sprechend und handelnd unterscheiden sich Menschen aktiv voneinander, anstatt lediglich verschieden zu sein. Sie sind die Modi, in denen sich das Menschsein selbst offenbart. Das heißt, wir sind nicht einfach nur verschieden voneinander, weil wir groß sind, klein sind, dick sind, dünn sind, unterschiedliche Geschlechter haben, sondern wir sind auch in unserem Sprechen, Handeln, Denken, Fühlen, Einschätzen unterschiedlich voneinander und werden in diesen Akten zu Menschen. Und innerhalb dessen verständigen wir uns in sehr pluralen Gesellschaften. Und die Frage, die uns immer wieder seit geraumer Zeit beschäftigt, ist, können wir das gleichwertig zueinander stellen oder ist der Mensch ausschließlich geübt darin, in Hierarchien zu denken? Die Frage beantworte ich Ihnen nun zunächst einmal politisch. Denn ob jemand in Hierarchien denkt oder nicht, wir können den Menschen nicht in den Kopf zoomen und wir können auch nicht den Menschen vorschreiben, keine Präferenzen zu haben. Wir alle wissen, wenn man zum Beispiel Kinder hat, dass man sehr leicht sagt, bei meinen Kindern gibt es keines, das ich mehr liebe, alle meine Kinder sind gleich. Wir sind darin konditioniert, keinen Unterschied zu machen. Aber es gibt doch oft, und das wissen wir immer wieder, partiell Lieblingskinder oder auch nicht, auch in der Schule, obwohl man als Lehrkraft darauf geschult ist, keinen Unterschied zu machen. Es ist eine Sache, ob wir das normativ lernen oder ob es emotional doch passiert. Aber das ist nicht mein Bereich, weil ich bin keine Psychologin. Ich bin Sozialwissenschaftlerin und ich schaue jetzt zunächst mal auf den politischen Punkt der Parität. Parität gedacht als Gleichheit und gleiche Verrechtlichung ist bei uns in Deutschland im Grundgesetz sehr eindeutig bereits angelegt. Also die Vorstellung von Gleichheit und die Vorstellung von Pluralität prägen die Geschichte Deutschlands. Und zwar nicht erst, seitdem wir die Frage von Pluralität mit Bezug auf Migration diskutieren. Sie müssen sich das mal anschauen. Zentrale Artikel des Grundgesetzes sind getränkt und speisen sich aus Pluralität. Nehmen wir mal, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, also Artikel 3 der
Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes, der auch besagt, Männer und Frauen sind gleichberechtigt und niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, so steht es da noch und wird jetzt verändert, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Also Sie sehen, der Gleichheitsgrundsatz ist angelegt, 1949 bereits, aber auch der Würdeartikel, der Artikel zur freien Persönlichkeitsentfaltung oder zur freien Meinungsäußerung oder Artikel 4 zur Religionsfreiheit. Das alles zeigt uns, dass 1949 im Moment des Entstehens des Grundgesetzes natürlich die Väter und Mütter des Grundgesetzes sehr geprägt waren von dieser Vorstellung, was eigentlich in Gesellschaften passiert, wenn man die Pluralität zunichte macht und wenn man nur eine Gruppe im Blick hat. Dementsprechend ist das alles sehr tief in den ersten Artikeln bereits drin. Die meisten Menschen glauben, wir diskutieren die Frage von Pluralität erst, seitdem wir die Frage der Migration diskutieren. Das ist selbstverständlich nicht so, sondern diese Frage ist tief verankert im Selbstverständnis der Bundesrepublik oder Deutschlands. Gleichzeitig, und das finde ich jetzt ganz wichtig, worauf ich mit Ihnen hinaus will, ist, dass wir diese Frage nach Pluralität und Parität, wie sie im Grundgesetz angelegt sind, empirisch immer wieder gebrochen finden. Das heißt, wir haben ein Versprechen der Gleichheit, aber gleichzeitig haben wir eine nachweisbare Ungleichheit über Jahrzehnte. Wir haben auch am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung gemeinsam mit den Kollegen aus der Uni Leipzig und Görlitz zusammen eine Studie vor kurzer Zeit veröffentlicht, in der wir schauen wollten, wie viele Ostdeutsche und wie viele Migrantinnen befinden sich eigentlich in den gesamtdeutschen Eliten. Und Sie können das sehen, die Zahlen sind sehr, sehr unterschiedlich verteilt. In unterschiedlichen Positionen finden wir kaum jemanden. Schauen Sie sich mal an, bei Militär finden wir kaum jemanden aus Ostdeutschland. Da finden wir schon fast eher Personen mit Migrationshintergrund. Dahingegen finden wir in religiösen Vertretungen viel mehr Personen mit migrantischen Hintergründen. Aber grundsätzlich, wenn wir die Gesamtzahlen uns anschauen, schauen Sie mal auf Gesamt für Ostdeutschland, nur 10% Ostdeutsche in den Elitenpositionen in Deutschland und nur 9,2% Migrantinnen, obwohl beide Gruppen je nach Zählart, können wir auch gerne darüber diskutieren, ungefähr 25% der Gesellschaft ausmachen. Das heißt, wir haben ein großes Loch, ein Repräsentationsgap, wenn Sie so wollen. Wir müssen uns die Frage stellen, wie das mit dem Versprechen des Grundgesetzes übereinstimmt. Hier komme ich auf diese Frage von Versprechen. Versprechen, so sagt Hannah Arendt, sind die einzigartige menschliche Art, die Zukunft zu ordnen, sie vorhersehbar und zuverlässig zu machen. Sie sagt, Versprechen sind Inseln des Voraussehbaren und Wegweiser in ein noch unbekanntes und unbegangenes Gebiet. Und das Wichtigste, was sie sagt, ist, sobald Versprechen aufhören, solchen Inseln in einem Meer der Ungewissheit zu gleichen, verlieren sie ihre bindende Kraft und heben sich selbst auf. Das heißt, es entsteht ein großer Moment von Unsicherheit. Und um gegen dieses Chaotische, gegen die chaotische Ungewissheit vorzugehen, muss man eben an das Vermögen glauben, dass man Versprechen nicht nur gibt, sondern sie auch hält. Wenn das verschwindet, verschwindet auch der Glaube an die Demokratie. Und das erkennen wir derzeit an vielen Stellen, in denen Bürgerinnen und Bürger zunehmend sagen, dass sie nicht mehr an die Kraft von Demokratien glauben. Ich komme jetzt zu meinem dritten Teil, wo ich ein bisschen das, was ich Ihnen gesagt habe, die Pluralitätszahlen und die theoretische Ebene auch der Parität und den Versprechen der pluralen Demokratie nochmal rückbinde und auf Kernversprechen schaue, die die Gesellschaft gegeben hat, nämlich, dass bei gleicher Leistung Menschen, dass Menschen nach ihrer Leistung bewertet werden und nicht nach ihrer Herkunft, dass man durch das Erlangen von Bildung in Gesellschaften aufsteigen kann, selbst wenn die Eltern
Arbeiter und Arbeiterinnen waren und man nicht aus einem Bildungshaushalt kommt und dass man eben tatsächlich auch auf die Bedarfe der Bevölkerung schaut und diejenigen, die outperformen, möglicherweise in den Leistungen höher wertet. Jetzt haben wir diese ganzen Versprechen und haben gleichzeitig Zahlen, die uns zu denken geben müssen. Wir sehen zum Beispiel, dass wir, wie ich Ihnen gesagt habe, 40% Kinder mit Migrationshintergrund in den Schulen unseres Landes haben, dass wir aber sehen, selbst wenn die gleiche Leistung erbracht wird, werden diejenigen Kinder, die einen Migrationshintergrund haben, und zwar oft einen ganz spezifischen, werden schlechter bewertet. Häufig betrifft das die türkeistämmigen Kinder. Hier haben Kollegen und Kolleginnen von mir an der Uni Mannheim eine Studie veröffentlicht, wo sie Diktate mit den gleichen Fehlern eingesendet haben. Die Studie ging durch die Presse mit dem Titel Max versus Murat. Hier wurden die gleichen Fehler angegeben innerhalb der Diktate und man konnte feststellen, dass Max trotzdem systematisch die besseren Noten bekam als Murat, obwohl es sich um ein identisches Diktat mit gleichen Fehlern handelte. Ähnliche Sachen haben meine Kollegen und Kolleginnen vom SVR, Sachverständigenrat für Migration und Integration, gemacht. Sie haben mal geschaut, was, wenn man die gleichen Unterlagen einsendet, nur den Namen verändert, wie ist denn dann die Einladung zur Ausbildung und zu Ausbildungsgesprächen? Und hier können wir auch erkennen, wenn man einen Jugendlichen ohne Migrationshintergrund dahinter vermutete, hinter hat man die häufiger eingeladen, als wenn es Jugendliche mit Migrationshintergrund waren. Und noch schlechter wurde es, wenn es sich um Jugendliche mit türkischem oder arabischem Migrationshintergrund handelte. Sie sehen, wir haben das Versprechen der Gleichheit, aber manchmal reicht nur der Name, um schlechter behandelt zu werden, selbst wenn die Leistung exakt die gleiche ist. Das Ähnliche hat eine Kollegin von mir gemacht mit diesem, in diesem Falle Frauen. Und sie hat hier, ich habe Ihnen eben Schule gezeigt, Ausbildung, und jetzt will ich Ihnen den Arbeitsmarkt selber zeigen. Die Kollegin hat 1500 fiktive Bewerbungen an Unternehmen in Deutschland geschickt und geschaut, wie die Personen zurück eingeladen werden. Die Bewerbungen waren immer die gleichen, nur die Person auf dem Foto variierte und der Name. Sie sehen, es ist in Wahrheit immer die gleiche Person gewesen, nur einmal heißt sie Sandra Bauer, einmal heißt die gleiche Person Meryem Öztürk und einmal trägt Meryem Öztürk ein Kopftuch. Und auf dem Balkendiagramm unten drunter können Sie erkennen, wie die Einladungszahlen abnehmen, sobald der Name ein türkischer Name ist und erst recht, wenn die Person, die sich bewirbt, ein Kopftuch trägt. Auch hier, die Leistung ist die gleiche. Es haben sich nur winzige Variationen verändert an der Person und das reicht schon, um nicht das gleiche Treatment zu bekommen, dementsprechend nicht eingeladen zu werden. Wir wissen das auch und das ist etwas, worüber wir unbedingt diskutieren müssen, dass es dabei gar nicht so sehr, habe ich Ihnen gezeigt, auf die Leistung ankommt und auch nicht auf die Relevanz, die man für die Bevölkerung hat. Wir haben auch am Institut letztes Jahr einmal die Zahlen herausgegeben zu systemrelevanten Berufen und haben festgestellt, dass Migrantinnen und Migranten teilweise überproportional in systemrelevanten Berufen vertreten waren. Sehen Sie, ich habe Ihnen gesagt, ungefähr 26% Personen mit Migrationshintergrund, aber wir sehen 37% in der Altenpflege, 35% bei Post und Zustellung, aber auch knapp 29% in der Human- und Zahnmedizin vertreten. Das heißt, Migrantinnen überdurchschnittlich häufig in systemrelevanten Berufen, trotzdem prekärer angestellt und trotzdem ändert sich nicht die Wertschätzung für diese Gruppe in der Bevölkerung. Im Gegenteil, hier können Sie das mal sehen, zwei sehr prominente Fälle. Wir haben hier einmal Ugo Şahin, der mit Özlem Türeci zusammen den BioNTech-Impfstoff entwickelt hat. Und das, was er schrieb, war, mein Lehrer wollte, dass ich auf die Hauptschule gehe. Erst durch das Einschreiten meines deutschen Nachbars konnte ich aufs Gymnasium. Wir wissen, dass türkeistämmige Kinder unabhängig von ihrer Leistung sehr viel seltener aufs Gymnasium empfohlen werden.
Hier oben habe ich nur einen Scherz mitgebracht, weil ich das ganz gut zusammentreffend fand. Selbst wenn die Personen aufsteigen, gibt es immer wieder Hürden. Hier schrieb der Gazetteur, das ist ein Twitter-Blog, okay, die BioNTech-Gründer Uğur Şahin und Özlem Türeci mögen vielleicht den vielversprechendsten Corona-Impfstoffkandidaten entwickelt haben, aber singen sie auch die Nationalhymne mit? Also Sie sehen, selbst bei sozialem Aufstieg, der sichtbar wird und anerkannt wird, werden oft noch andere Faktoren zur Bewertung mit hineingezogen, die immer wieder diese Frage aufmachen, gehören die Personen denn nun wirklich zu uns? Hier habe ich das auch mal mitgebracht für einen großen Gründer, der hier in Deutschland, in Harvard studiert hat und in Berlin ein großes Unternehmen gegründet hat mit sehr vielen Arbeitsplätzen und trotzdem titelte dann die Bild, Inder bekommt 100 Millionen zum Reisen, trotz Reisestress und Corona. Also die Wertschätzung ist nicht, es werden Hunderte von Arbeitsplätzen in Berlin durch diese Neugründung entstehen, sondern das Framing ist der Inder, der bekommt das Geld und mit dieser Figur des Inders wird auch noch gleich die Corona-Pandemie in Zusammenhang gesetzt. Wir wissen auch, und das ist vielleicht das Verstörendste, was wir derzeit in unseren Daten sehen, dass diese Integrationserzählung, die wir haben, also wenn es erstmal zum Aufstieg käme und kommt, hätten wir ja alle miteinander keine Probleme, dass das in Wahrheit nicht zutrifft. Im Gegenteil, wir können erkennen, je weiter Migrantinnen und Migranten aufsteigen, je stärker sie als Teil der Gesellschaft gelten, auch was Fragen von Sprache angeht, Schulkompetenz oder eben auch höhere Positionen auf dem Arbeitsmarkt, desto mehr empfinden das Menschen als Bedrohung. Wir haben hier einmal die große Erzählung, Aufstieg und Position würden im Grunde genommen positiv gewertet uns angeschaut und haben hier gesehen, das haben wir modelliert. Ich hätte ein schlechtes Gefühl, wenn immer mehr Muslime in wichtige Führungspositionen auf dem Arbeitsmarkt kämen. Das haben wir auch mit Ostdeutschen modelliert. Ich hätte ein schlechtes Gefühl, wenn immer mehr Ostdeutsche in wichtige Führungspositionen auf dem Arbeitsmarkt kämen. Und wir können sehen, fast jeder zweite Ostdeutsche hätte ein schlechtes Gefühl, wenn Musliminnen aufsteigen, aber auch 34% der Westdeutschen. Es ist also nicht nur so, dass man sagen kann, die Frage von Muslimfeindlichkeit oder Abwehr gibt es nur im Osten. Sie ist eben auch zu über einem Drittel in Westdeutschland präsent. In Bezug auf Ostdeutsche befürchtet man das jetzt nicht so. Das Gleiche haben wir mit dem Bildungsmythos Aufstieg durch Bildung modelliert. Und auch hier festgestellt, dass der Aufstieg von Musliminnen eher damit auch in Zusammenhang gebracht wird, dass das zulasten der Bildungschancen der Restbevölkerung gehen könnte. Bei Ostdeutschen sieht man das verständlicherweise dann, wenn wir die Debatten kennen, nicht so, obwohl wir das auch in Teilen erwartet hätten möglicherweise. Und hier sehen wir, ich befürchte, je besser es den Muslimen oder Ostdeutschen geht, desto mehr Forderungen stellen sie. Auch hier jeder Zweite in Ostdeutschland befürchtet das und deutlich mehr als ein Drittel in Westdeutschland und mit Bezug auf Ostdeutschland eben auch nicht. So, ich komme jetzt, nachdem ich Ihnen das gezeigt habe, zu meinem Abschluss und möchte die Frage stellen, was das alles mit Rassismus zu tun hat. Ich habe Ihnen jetzt zunächst einfach nur gezeigt, die Gesellschaft pluralisiert sich. Es gibt ein Versprechen von Parität, also das Ideal oder das normative, im Grundgesetz angelegte Versprechen des Gleichheitsgrundsatzes, dass niemand aufgrund seines Geschlechts, Herkunft etc. benachteiligt werden darf. Und es gibt noch weitere zentrale Narrative und Erzählungen. Das ist Aufstieg durch Bildung. Das ist eben der Leistungsmythos. Wer etwas leistet, wird dafür auch dementsprechend bewertet. Und wir konnten erkennen, dass es genügend Zahlen gibt, die sagen, das trifft in unserer Gesellschaft nicht zu. Es gibt Gruppen, die einfach nur aufgrund der Zugehörigkeit oder Menschen, die aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Gruppe benachteiligt werden, ganz egal, welche Performance sie haben, welche Leistung sie bringen oder welche politische Einstellung oder welche Norm sie teilen oder welche sexuelle Orientierung. Zu der Frage der Rassismusforschung wissen wir, dass die Rassismusforschung selbst immer auf drei zentrale Punkte guckt. Wenn man sagen möchte und erklären möchte, was eigentlich Rassismus ist,
Man schaut auf Struktur, Funktion und Wirkung. Die Rassismusforscherinnen sind sich damit übereingekommen, dass Rassismus als etwas historisch Gewachsenes gilt, als ein System der Unterdrückung, Ausbeutung und Herrschaft. Also nicht einfach nur eine Einstellung, dass man jemanden nicht mag, sondern dass mit der Frage des jemanden nicht mögens meistens eine ganze Gruppe adressiert ist und nicht nur ein ganz, ich mag meinen Nachbarn nicht oder ich finde das Mädchen, das neben meiner Tochter in der Schule sitzt, unsympathisch oder als Lehrerin habe ich hier eine Präferenz, da eine Präferenz, persönlich bezogen. Das nennen wir nicht Rassismus, sondern wenn damit auch eine Form von Herrschaftsausübung einhergeht. Rassismus wird dann in seiner Funktion oft gelesen als Legitimation von ökonomischen, politischen und kulturellen gesellschaftlichen Verhältnissen. Also die Frage geht dann in die Richtung, wenn die muslimische Frau mit Kopftuch ist deswegen unten, weil sie sich ja gar nicht für Bildung interessiert. Und wir haben Ihnen eben aber gezeigt, in vielen Fällen wird die muslimische Frau, egal wie gebildet sie ist, einfach gar nicht erst zum Verfahren eingeladen. Aber die Legitimation ist, die Personen sind deswegen unten, weil sie anders sind, weil sie sich nicht interessieren, weil sie nicht zu uns passen. Und das wiederum führt dazu, dass sich solche Herrschaftsverhältnisse immer weiter reproduzieren. Das andere, worauf man schaut, ist eben Rassismus als Ordnungs- und Differenzsystem. Das ist auch ein bisschen das, was ich gesagt habe. Die Wirkung vollzieht sich dann immer weiter und wir stellen dann am Ende fest, es befindet sich nur eine bestimmte Gruppe in den oberen Segmenten der Gesellschaft. Das ist die Auswirkung. Ich habe Ihnen das mitgebracht, nicht damit Sie sich das jetzt alles lesen. Ich kann Ihnen das auch gerne einfach zur Verfügung stellen. Ich habe nur mal ein wenig diese Bilder mitgebracht, damit Sie sehen, wie unterschiedlich die Personen sind, die zu Rassismus forschen. Das hier ist eine sehr relativ aktuelle US-amerikanische Vision auf die Frage von Rassismus. Hier habe ich eine von 1992 aus dem französisch-italienischen Raum. Rechts oben eine holländische Kollegin, Philomena Esset, die aus den Niederlanden kommt, Rassismusforschung betreibt. Und rechts unten Birgit Rommelsbacher für den deutschen Raum. Ich habe das nur mitgebracht, um Ihnen zu zeigen, dass ein Konsens innerhalb der Rassismusforschung besteht, dass man immer wieder auf die Frage von Hierarchisierung, Legitimierung, Rassifizierung eingeht. Das sind Begriffe, die tauchen bei jedem, egal aus welchen unterschiedlichen Perspektiven, die auf Rassismus schauen, tauchen diese Begriffe immer wieder auf. Die habe ich hier Ihnen auf meiner quasi letzten Folie zusammengetragen, damit Sie sich das erkennen. Wenn Sie sich selbst begreifbar machen wollen, ab wann bezeichne ich etwas als Rassismus, dann müssen Sie für sich im Kopf diese Schritte gehen. Man beginnt mit Kategorisierung, wobei Kategorisierung noch nicht selber ein rassistischer Akt ist. Wie ich Ihnen sage, jeder von uns ist geübt zu kategorisieren. Wir arbeiten damit in den Schulen, wir arbeiten in den Sozialwissenschaften damit, Kategorisierung auf Basis von Geschlecht, auf Basis von ethnischen Herkünften. Wir können aber auch kategorisieren auf Basis von diejenigen, die besonders gut sind in Mathe und besonders schlecht sind in Mathe. Also wir haben unterschiedliche kategoriale Welten, die wir anwenden. Das ist noch nicht eine Form, die wir als Rassismus bezeichnen. Wenn aber in einem zweiten Schritt mit der Kategorisierung der Faktor einer Rassifizierung einhergeht, das heißt, die Merkmale, die wir diesen Gruppen zuschreiben, biologisiert werden, dann sprechen wir von Rassismus oder Sexismus. Wenn wir jetzt in der ersten Kategorie sagen, wer Mathematik, manche können besser Mathematik, manche können schlechter, ist das erstmal nur eine neutrale Aussage. Wenn wir daraus dann sagen, alle Frauen sind schlechter in Mathematik, weil sie nicht logisch denken können, dann ist das eine sexistische Aussage. Das heißt, wir schreiben biologische Merkmale, Frauen sind gefühliger und deswegen können sie nicht logisch in Mathematik sein und so weiter und so fort. Das sind dann Punkte, in denen etwas
eben sexistisch aufgeladen wird, antisemitisch aufgeladen wird, rassistisch aufgeladen wird und so weiter. Dann ist der nächste Schritt, der damit verbunden wird, die Hierarchisierung. Das heißt, wir platzieren die Gruppenmitglieder, die wir erstmal biologisiert haben, in der sozialen Hierarchie weiter unten und andere Gruppen weiter oben. Und der vierte Schritt, damit legitimieren wir deren grundsätzliche schlechte Behandlung in der Gesellschaft. Und der letzte, in dem Falle bedrohlichste Schritt ist, wenn damit auch noch etwas aktiviert wird, wie zum Beispiel aufgrund dieser Position nehme ich diese Person nicht in mein Arbeitsverhältnis auf oder gebe ihnen schlechtere Noten oder im schlimmsten Falle halte ich sie nicht mehr für lebenswert und bin der Meinung, sie dürfen getötet werden. So viel dazu. Ich komme jetzt zum Fazit und dann für die Diskussion. Ich habe Ihnen eben gesagt, womit ich eingeleitet habe, war die Migrationsfrage. Ich denke aber, wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass der Kernkonflikt in pluralen Demokratien sich vor allen Dingen um die Aushandlung von Anerkennung, Chancengleichheit und Teilhabe dreht, die eben als umkämpfte Güter auch von denen, die dazugekommen sind, beansprucht werden. Es ist nun mal ein Versprechen im Grundgesetz und das ist allen Menschen gleichgegeben. Wir wissen auch, an Aufstieg, Emanzipation, an Teilhabeansprüchen und an Sichtbarkeit von ehemals marginalisierten Gruppen polarisieren sich im Moment in ganz Europa die Gesellschaften. Denn diese Gruppen fordern nun Anerkennung ein, die ihnen ja versprochen wird, aber die empirisch nicht gewährt wird. Das habe ich Ihnen anhand mehrerer Beispiele gezeigt. Wir wissen aber auch, dass gleichzeitig neben Gleichheit auch Freiheit als zentrales Versprechen der modernen Demokratien gilt. Ich habe Ihnen gezeigt, die berufen sich auf Pluralität und Parität. Wir wissen, dass dieser permanente Mismatch, es gibt ein Versprechen, das aber nicht erfüllt wird, so etwas wie eine kognitive Dissonanz erzeugt und zu mehr Konflikten führt und dazu führt, dass sehr vieles mit rassistischen Legitimationslegenden beantwortet wird. Wie gesagt, wir sagen nicht, es gibt so wenige Ostdeutsche, das ist in dem Fall nicht Rassismus, dafür benutzen wir das Wort Diskriminierung. Aber wenn wir jetzt über Rassismus reden, würden wir sagen, es gibt so wenige Türkeistämmige meinetwegen innerhalb der Elitenpositionen, obwohl wir doch eigentlich die Datengrundlage kennen und denken, die müssten häufiger präsent sein. Dann kommt die Legitimationslegende, die dann sagt, die können aber nicht präsent sein, weil in Wahrheit passen die nicht zu uns oder sind antidemokratisch oder extremistisch oder was auch immer. Daraufhin basierend entstehen wieder neue Reaktionsmechanismen innerhalb der angesprochenen Gruppe, aber darauf gehe ich jetzt weniger ein. Ich würde es jetzt bei diesem Fazit belassen. Die Literatur habe ich Ihnen hier auch reingesetzt für alle, die interessiert sind an diesen Folien. Jetzt würde ich mich bedanken und freue mich auf das Gespräch.